Ja, wieder mal hallo vom Zen für Yoga. Geht heute um die Wahrheit, Ehrlichkeit nach dem Motto: sei ehrlich zu dir selbst. Man steht ja früh auf, guckt in den Spiegel auf dem Bad und dann sieht man: oh, schaue ich heute ein bisschen zerzaust aus? Schaue ich heute müde aus? Ja. Aber naja, geht schon, wird schon, man trinkt einen Kaffee, alles scheint gut zu sein, aber man ist trotzdem müde. Aber man darf ja nicht müde sein, es muss ja weitergehen. Und somit unterdrückt man die Müdigkeit, ist nicht ehrlich. Eigentlich würde ich jetzt lieber schlafen, nichts tun, aber Haushalt muss halt auch gemacht werden. Ausruhen ist heute nicht. Natürlich, wenn man auf die Arbeit muss, logischerweise, aber wenn man eben nicht muss, dann könnte man sagen: naja, ich ruhe mich ein wenig aus. Sei ehrlich zu dir selbst. Wenn im Leben Dinge nicht passen, schau sie dir an. Schau dir besonders dich an im Spiegel deines Lebens. Was passt nicht? Naja, ich brauche ja die Arbeit. Macht zwar keinen Spaß, aber ich brauche sie ja. Und so bescheißt du dich schon wieder selber, weil du brauchst die Arbeit natürlich, um Geld zu verdienen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, andere Arbeiten zu finden. Im Leben gibt es viele Ausreden. Natürlich kann es sein, wenn man sucht, dass man nichts findet. Das gibt es immer. Aber das Universum, wenn man sich verändern möchte, schenkt einem irgendwann, wenn man genügend sich bemüht, eine Lösung. Und so sind viele Menschen nicht ehrlich, auch in Beziehungen. Naja, passt schon. Naja, der ist halt mal fremdgegangen. Naja, muss schon weitergehen. Na, passt schon. Jetzt waren wir schon 10 Jahre zusammen. Die Kinder sind ja auch noch da. Da muss man zusammenbleiben. Kann man vergessen. Es bringt nichts. Ehrlich zu sich selbst sein. Sich eben im Spiegel anschauen des Lebens. Und da sieht man, wenn man achtsam ist, dass manche Dinge einfach nicht passen. Doch man redet sich vieles schön. Naja, auch in der Regierung und im Staat Deutschland, alles passt schon. Ja, das machen wir schon, das kriegen wir schon. Aber vieles ist nicht wirklich ehrlich. Man redet um den heißen Brei herum, statt dass man sagt, was los ist, was nicht passt. Und dann schaut man gerne weg, wie ich es in ganzen Videos über die Augen schon erzählt habe. Man guckt nicht hin, man ist somit dann auch nicht ehrlich. Beziehungsweise man sieht es vielleicht: oh, das müsste ich verändern, aber naja, dann guckt man weg und überdeckt das Ganze. Und Ehrlichkeit ist wichtig, denn egal ob man hinguckt oder wegguckt, die göttliche Energie, die göttliche Kraft oder Gott, wie auch immer man das nennen mag, sieht alles. Man kann das Innere nicht wirklich bescheißen. Irgendwann kommt alles raus, in diesem Leben, im nächsten, wann auch immer. Und so sollte man ehrlich sein. In Wort, in Tat. Das, was man sagt, sollte man auch tun. Nicht einfach irgendwas reden. Wie sagt man, Wasser predigen, Wein trinken oder so. Ehrlich sein, authentisch sein. Im Yoga Satya genannt. Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Und das ist eben manchmal nicht so einfach, sich im Spiegel des Lebens zu betrachten. Das ist oft schmerzhaft, unangenehm. So wie wenn man eben früh in den Spiegel schaut: auch schaue ich heute scheiße aus nach einer durchzechten Nacht. Und statt dass man ehrlich ist, man sollte keinen Alkohol trinken, sagt man: ich schaue scheiße aus, naja, mach mal ein bisschen wieder zurecht, dann passt es schon. Und dann guckt man eben laufend weg. Und der Spiegel des Lebens ist immer ehrlich. Man kriegt immer das serviert, was man in sich trägt. Und das ehrlich anschauen. Ohne Vorhänge, ohne Farbbrille, sondern ganz glasklar, ohne Brille hinschauen. Hinspüren, ohne Schutzmantel. Und dann erkennen, was man verändern muss. Nun, so sage ich wieder mal: danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.